Die Bike-Tuning-Werkstatt PG Bikes aus Regensburg fertigt exklusive Fahrräder für eine exklusive Zielgruppe. Am vergangenen Dienstag präsentierte das Unternehmen und Geschäftsführer Manuel Ostner einen großen, wenn nicht den größten Wurf seiner Firmengeschichte. Enorme Entwicklungskosten, Know-how aus dem Formel-1-Sport und gar der Raumfahrt haben die Macher in das Elektrofahrrad Black Trail einfließen lassen. Geschäftsführer und Visionär Manuel Ostner hat klare Vorstellungen davon, wo der Weg seines Unternehmens und deren Produkte hingehen soll. Wir haben sehr, sehr hoch angezielte oder angestrebte Ziele. Das heißt, wir wollen Weltmarktführer werden für urbane Elektromobilität und elektromobilische Fortbewegung. Und das Produkt da hinten zeigt eigentlich, was heute technisch schon machbar ist, was sich aber bis jetzt noch keiner getraut hat. Und deswegen kommt es von uns. Extravaganz auf zwei Rädern. Das passt auch perfekt zum Präsentieren an der Eisdiele oder auf dem Sunset Boulevard. Auch Promis wollen damit auf die Straße. Wir haben jetzt schon die ersten Anfragen aus Hollywood, über Mickey Rook, Bloodhound Gang, Tony Hawk und. Und wenn die Jungs alle dieses Fahrzeug fahren, wird das Thema Elektromobilität in den Städten unheimlich sensibilisiert und Menschen entdecken den Trend dazu und auch den Wunsch, dieses Produkt zu fahren. Das herausstechende Design in Kohlefasertechnologie, eine andere Vorgehensweise an das Produkt an sich, sowie die Nähe zu anderen Fortbewegungsmitteln stellt das Rad im Vergleich zu anderen Elektrorädern auf eine andere Evolutionsstufe. Christian Zansotti, Designer bei UBC Composites, erklärt genaueres. Also wenn man so ein Fahrrad designt, dann kann man mehrere Wege gehen. Man kann ein normales Fahrrad hernehmen und einen Motor einbauen. Man kann aber auch was absolut Neues schaffen, also einen neuen Weg gehen, was hier der Fall ist. Und was ich beachtet habe oder was die Vorgehensweise war, war mich mehr an Motorräder und Crossmaschinen anzulehnen, also so richtig schwerere Fahrräder, sage ich jetzt mal. Und das war eigentlich der Hauptgrund, also Volumen zu schaffen, natürlich auch für die ganze Elektronik, die drin steckt. Wie man hier sieht, vorne ist das Bike ja ziemlich dick, also viel Volumen, viel Elektronik natürlich, Elektrobike, und unten haben wir einen Motor, was man vom Fahrrad auch nicht kennt. Und alles in allem bedeutet halt ein sehr großes Fahrrad mit dicken Reifen, die man von normalen Fahrrädern auch nicht kennt. Und so ist dieses Art Hybrid-Fahrrad-Motorrad entstanden. Bis zu 100 Stundenkilometer Endgeschwindigkeit erfordern ein fortschrittliches und hochtechnologisiertes Antriebssystem. Diesen Part hat die Firma Clean Mobile AG übernommen und in langer Entwicklungsarbeit erfolgreich umgesetzt. Ja, wir sind jetzt 4 Jahre damit beschäftigt, eben so einen hocheffizienten Antriebsstrang zu entwickeln. Das heißt, wir machen nicht nur den Motor, sondern das ganze Antriebssystem, also von Batterie, Motor, Getriebe und die ganze Steuerung dazu. Das ermöglicht es uns eben, dass wir da hocheffizient sind, weil wir jede Komponente kennen und weil bei uns die Komponenten miteinander sprechen quasi. 4 Jahre sind wir damit unterwegs jetzt. Entgegen des Trends, die Fertigung aus Kostengründen ins Ausland zu verlagern, wird beim Black Trail vom Design, dem Formenbau und der Fertigung an sich alles made in Germany gefertigt. Wir kommen aus dem Rennsport. Wir sind seit 17 Jahren im Rennsport sehr aktiv, entwickeln dort gemeinsam. Also wir bauen nicht nur Kohlefaserteile, sondern entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden diese Kohlefaserteile. In der Formel 1 in den letzten 9 Jahren in der Hauptsache für die Formel 1. Kohlefaser ist ja schlussendlich, es ist eine Faser und da geht es um fasergerechtes Bauen. Das lernen wir von der Natur, von der Bionik. Und das ist halt unsere Stärke. Und ja, da kommen wir her, um diese Rennsporterfahrung, die wollten wir jetzt praktisch in diesem Bike von der Rennstrecke auf die Straße praktisch in dieses E-Bike einbringen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Technisch ist das Rad auf dem Stand des möglich Machbaren. Das spiegelt sich deutlich im Preis von 50.000 Euro wider.